Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Loot Mind mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, guckt mal hier, was da liegt. Und ich habe übrigens in der letzten Folge ja noch herausgefunden, die Nummer, die ich übersehen hatte, die 9546, die ging tatsächlich. Die habe ich jetzt beim Vorbeilaufen schnell eingegeben. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt müssten wir ja eigentlich hier reinkommen. Oh, das nervt. Aha, hier, das ist der Zellenbereich. Jetzt müssen wir mal gucken, wo was sein könnte. Was ist hier denn da? Die Türen entsprechend öffnen. Hier ist die nächste. Entschuldigung. Ist ein bisschen belastend hier. Ich brauche den letzten Code. Hier geht's nicht mehr weiter, ne? Gut. Der muss hier zu finden sein. Gehen hier mal wieder raus. Ich muss dann mal oben die Türen öffnen. Da können wir hin. So, dann fangen wir mal an. Ich mach dann mal... Die hier ist auf. Die. Wenn ich jetzt hier reinkomme. Das müsste diese sein. Die müsste jetzt aufgehen. Was habe ich jetzt gewonnen hier? Hier ist nichts, ne? Nein. Wir lassen die mal auf. Mal gucken, was passiert. Hier kann ich wieder raus. So. Hä? Ich weiß nicht, warum das eben nicht ging. Das weiß hier keiner so genau. Hier hin. Da. Was ist das denn? Ach du Scheiße. B, C, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist auf jeden Fall... Die ist dann wieder zu, die Tür. Aha. Das kann sich doch kein Mensch merken. Ah, ich bin daneben gelaufen. So. Buchstaben drin. The hell was that? Da war ein Engel. Hier ist nichts. Ich will mal was gucken. Jetzt sieht man das hier auch. Okay. Ja, ich bin durch. Gut. Jetzt machen wir die zu. Jetzt machen wir die auf.
sehr mühselig. War das das überhaupt das, was ich finden soll? War das... Ich bin hier gegengelaufen, nehme ich mal an. Passiert im Dunkeln, ne? Ich weiß es nicht. Ah, so. Ich hätte wirklich gerne eine Taschenlampe. Ach so. Puh. Hier liegt was. Noch ein Zettel. A3. Ach Mensch. Bin ich gegen die Taste gekommen. J. Notiz an mich selbst. A3. B1, D4, C5, B3. Wollen wir mal gucken, ob das irgendwelchen Sinn macht. Und das Beste ist, ich gehe raus und mache die entsprechende Zelle auf, wo das drin war. Weil wir das denn besser sehen können. Oder weil ich das denn besser sehen kann. So. Da habt ihr nur davon. Da lang. A1 ist soll. A3. Wartet mal. So. F. A3 ist ein Y. Dann haben wir jetzt B1. Eine 9. Ich hätte D4. D4 ist eine 5. Eine 5. C5. Ja, man sollte vorgucken. Das kann da. Das ist ein B. Und B3 ist ein Tö. Was soll denn das ergeben? A1. Nee, A3. Y, ja. B1, eine 9. D4, als ob das ein Passwort ist. Eine 5. Das könnte ein Passwort sein. Für irgendwas. Codenummer ist es jedenfalls nicht. Brauche ich denn hier irgendwo ein Passwort? Hier kann ich was machen. Halt. Habe ich noch gar nicht gesehen. Passwort. Eingeben. Y 9 5 B T. Okay. Okay, Passwort eingeben. Hier kann ich nichts machen. Passwort Text. Ich dachte, das wäre es jetzt. Y. Ach, ich habe. Y 9 5 B T geht auch nicht, ne?
hätte das jetzt erwartet. Oder muss ich noch auf Groß- und Kleinschreibung achten? Naja. Hatte ich doch aber eben Y 9 5 B T. Oh, ich wieder gegen gestoßen. Scheiße. Ich gehe noch mal. Ich habe. Nimm's noch auf? Ja, ich habe Rechtsklick gemacht. Das ist doch wohl ein Firlefanz hier. Okay. 95. Ja, das ist ein verschlüsselter Text. Also mein Passwort geht nicht. Dann müssen wir nochmal zurück. Nützt nix. Huch. Da. A3 ist ein Y. B1 ist eine 9. Dann kommt D4. D4 ist eine 5. C5 ist ein B oder eine 8? Und ach, B3. B3 ist eindeutig ein T. Es könnte sein, dass das eine 8 sein soll. Hier ist sonst weiter keine 8. Das wäre jetzt das Einzige, was mir noch einfällt. Da eine 8 eingeben. Halt. So, jetzt. Y 9 5 8. Mann, das schreibt doch nicht. Y 9 5 8 T. Passiert auch nichts. Alles mal groß. Y 9 5 8 T. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas. Ich guck noch mal auf meinen Zettel. A3, B1, D4, C5, B3. Ich knobel mal ein bisschen, wartet mal, ich muss mal gucken, wie viel sind das? 13 Minuten, glaube ich. Ich knobel mal ein bisschen, ich melde mich, wenn ich weitergekommen bin. Bis gleich. Ich gebe zu, ich bin ein wenig genervt. Jetzt ist es auch noch abgestürzt. Ich habe noch ewig rumexperimentiert und leider, ja, es geht nicht. Also mit dem Passwort, was ich habe. Dann habe ich dann doch mal nachgeschaut, bei anderen, auch bei anderen Let's Playern. Ja, die hatten ein anderes Passwort und da hat das dann auch sofort funktioniert. So, und deswegen habe ich das jetzt nochmal neu gestartet. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Dings da oben eingegeben ist oder ob ich das schon gefunden habe. So, jetzt ist es auch in einer anderen Tür. Oder hinter einer anderen Tür. Und zwar hinter der. Jetzt gehen wir da mal hin und gucken mal, ob da was anderes bei rauskommt. Also ich hatte ja Y95BT. Und es geht nicht. Bin jetzt auch wieder ein bisschen gespoilert. Das ärgert mich total. Ich kann es aber nicht ändern. Ich muss damit ja auch leben. Jetzt ist das Ding nämlich hier oben. So, A3 ist Y. B1 ist A. Siehst du, das hatten die nämlich auch so. So, D4 ist 5. C5 ist B. Und B3 ist T. B3 ist T. Nun habe ich auch schon überlegt. Es kann natürlich sein, dass es hier mehrere gibt von diesen Rätseldingern. Ich gehe mal hier drüben hin, dass ich einfach nur ein falsches erwischt habe.
Aber hier ist keins. Hier ist auch keins. So, wir klappern die jetzt mal alle ab. Nur um zu sehen, ob diese Theorie stimmt. Hier ist keins. Guck auch gleich nochmal da hinten. Nein. Hier ist keins. Hier ist keins. So, bei den da beiden drüben brauche ich nicht gucken. Da habe ich schon geschaut, als ich hier reinkam. So, jetzt geben wir mal dieses Passwort ein. Alles groß geschrieben. YA. Ich hatte schon die Feststelltaste drin. 5BT. Ja. Es ist doch zum Heulen. Da habe ich die ganze Zeit da vertan, nur weil da so ein Bug drin war. Also echt. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Geh mal den neuen. Ja, das kenne ich nur. Ja. Sorry. Fuck you. Who the fuck are you? You're not the brightest light, are you? You were expecting, Donald Trump? Bigly! What do you want from me? You know you're pretty Waffe. Pertinent, right? Actually, I was going to let you and your fingerless companion rot in this dump. But unfortunately, my jammer conked out. Now, SWAT! And FBI are crawling all over the place, which is why you've been chosen to get a bullet to the head by Kevin Range personally. Hey, look at the bright side. You can be with your daughter now. Good night, Dean. No! Oh, thank God. Sicher? It was only a dream. Ja, wir sind im Schlafzimmer. 15. Wahrer Gamer. Hä? Ach, jetzt ist es auch noch vorbei. Ich dachte, wir kommen noch in die Tür rein. Ja, es ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich habe mich auch mal schon doch ein bisschen erschrocken, gebe ich ja zu. Es hat ja auch Spaß gemacht. Aber so eine Sachen nerven, ne? Es dauert nun nicht lange, wenn es da zweimal abstürzt und man dann noch so einen Bug hat. Sorry, also. Und das gab ja Updates. Ich habe es ja jetzt nicht gleich nach dem Release gespielt. Es gab ja Updates zu dem Spiel. Naja, egal. Ja, ansonsten eigentlich ein gelungener Titel. Klein und fein, wenn diese Fehler nicht wären. Ein fast gelungener. John Stone, aha. Oh, ich mach das mal leiser für mich. Sonst brülle ich hier nur noch rum. Ja, die Credits kann man leider auch nicht abbrechen. Die muss man durchlaufen lassen. Könnt jetzt noch weiter rumheulen. Ja, speziellen Dank an Steam und Epic Games. Aha. Mit Blender? Blender Foundation? Ich denke, achso, da haben die wahrscheinlich die ja, Sachen zu erstellt. Mit Blender? Oder ist das nur... ist ja auch egal. Ich habe gar keine Ahnung davon. Deutsche Steam-Gemeinschaft. Dr. Adconso. Was passiert, wenn das jetzt weg ist? Na? Passiert hier noch was? Oder sehen wir jetzt einfach nur den Schade. Ehrenmann. Ja. Ja, es ist wieder auf 2-2. Deswegen war es jetzt auch so dunkel. Toll.
Ich habe das jetzt so eingestellt gelassen, dann lief es einigermaßen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte wirklich Probleme und musste zwischendurch wieder die Aufnahmesoftware wechseln. Das mag aber auch an der Unreal Engine liegen. Ich weiß es wirklich nicht. Ein nettes Game, und wer sowas mag, der kann sich das ruhig kaufen. Also das ist so an sich ganz gut gemacht. Vom Ansatz her. Manche Sachen fand ich auch ganz schön knifflig, wie das da mit den Räumen, wo ich da durchlaufen musste, und also mit diesen Gängen, wo man dann die richtigen Zahlenkombinationen rausfinden musste, um den richtigen Weg zu finden. Ja, das war schon ganz gut. Gebe ich zu. Na gut. Trotzdem, aber man merkt immer noch, ich bin ein bisschen genervt. Ich habe einfach zu lange gesucht danach. Trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen und mal schauen, was jetzt danach kommt. Das ist ja nicht so viel gewesen. Ich weiß nicht, reine Spielzeit. Ist irgendwo zwischen 2 und 3 Stunden dafür. Denn sage ich mal danke und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin nochmal zurückgegangen. Wir haben doch jetzt beide Codenummern. Ich habe nochmal überlegt, wozu habe ich mir die jetzt überhaupt erspielt. Der ist noch grün. Die ist noch drin. Ich hatte ja gesagt, die hatte ich reingegeben. 1, 2, 3, 4. Aha. Hä? Ich hab Angst. Was ist das? Hallo? Haxor? Geht nichts mehr. Hä? Hauptmenü? Wir machen nochmal. Fortfahren. Das war wieder abgeschlossen. Hier ist rot. Geht der noch, der Code? Ja, es geht immer noch. Hä? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Guckt der hier rein? Der guckt hier sogar rein. Ich will dich hauen! Warum? Jetzt geht hier nichts mehr. Ich will da unten weiter. Können wir hier nicht rausfliehen? Aus dem Käfig meiner Gefühle, meiner Gedanken, meiner Ängste. Geht jetzt das andere Passwort? Das war Y95BT. Nee, geht genauso wenig. Nee, das geht alles noch ganz normal. Hello, Agent. Ach so. Jetzt haben wir das Ende nochmal. Scheiße. Fuck you. Kann ich schießen? Who the fuck are you? Ich habe sogar. Light, are you? Sind das meine Finger oder meine Hände oder? Das sind meine Hände. Ach, das war gar keine Pistole. Der Handschuhe an. What do you want from me? You know you're pretty impertinent, right? Actually, I was going to let you and your fingerless companion rot in this dump. But unfortunately, my jammer conked out. Now, SWAT and FBI are crawling all over. Ja, das kennen wir schon. Mehr dich aus. To get a bullet to the head by Kevin Range. Ja, Kevin, du schießt. Hey, look at the bright side. You can be with your daughter now. Good night, Dean. Ah, jetzt kann man hier auch was sehen. Oh, thank God.
Liegst du quer auf dem Bett? It was only a dream. Ich kann aber auch nichts machen, ja? Er bewegt sich von ganz alleine. 15.07.2015, 0.45 Uhr. Sarah. Das ist von seiner Frau. War das der Tag, an dem seine Tochter getötet wurde? Ja. Na gut, ihr müsst das jetzt nicht nochmal gucken. Es war nur interessant. Denn nochmal tschüss.